Connor. Hier, Snake. Colonel, hören Sie mich. Kein Problem. Wie sieht es aus, Snake? Der hintere Lift scheint der einzige Weg nach oben zu sein. Wie erwartet. Sie werden den Lift bis zur Oberfläche benutzen müssen. Passen Sie auf, dass niemand Sie sieht. Sie können mich über Codec erreichen. Die Frequenz ist 140.85. Wenn Sie das Codec verwenden möchten, drücken Sie die Select-Taste. Wenn wir Sie kontaktieren müssen, piept das Codec. Wenn Sie dieses Geräusch hören, drücken Sie die Select-Taste. Der Codec-Empfänger stimuliert direkt Ihren Gehörgang. Sie werden der Einzige sein, der es hören kann. Gut, okay, ich bin unterwegs. Okay, sind wir mal. Es gibt einen Aufzug, mit dem Sie ins Erdgeschoss fahren können. Warten Sie, bis der Aufzug nach unten kommt. Sie gehen besser in Deckung. Ja, ist klar. Emulator. Deswegen können die Grafikeinstellungen manchmal ein bisschen seltsam aussehen, so wie hier im Codec. Snake. Ich bin vor der Entsorgungsanlage. Ausgezeichnet, Snake. Sie werden im Alter nicht langsamer. Dank des VR-Trainings an Bord der Discovery. Wie geht das mit dem Sneak-Anzug? Schön trocken, aber bewegen ist schwierig. Er soll Unterkühlung verhindern. Schließlich ist das hier Alaska, nicht wahr? Schon gut. Ich bin ja dankbar. Ohne Ihren Anzug und die Spritze wäre ich schon längst zum Eiszapfen geworden. Ein Antigefrierpeptid, Snake. Alle an dieser Übung beteiligten Genomsoldaten verwenden es. Gut, freut mich das zu hören. Schon getestet, wie? Wie sieht's mit der Ablenkung aus? Zwei F-16 sind in Kalena gestartet und zu Ihnen unterwegs. Der Radar der Terroristen muss Sie jeden Augenblick entdecken. Ein Hein-D. Colonel. Was macht ein russischer Helikopter hier? Keine Ahnung. Aber es sieht so aus, als ob unser kleines Ablenkungsmanöver geklappt hat. Jetzt ist Ihre Chance, unerkannt einzudringen. Bleiben nur noch 18 Stunden bis zum Ablauf des Ultimatums. Beeilen Sie sich! Jawohl. Wow! Der spinnt wohl, einen Hind bei diesem Wetter zu fliegen. Wer ist das? Oh, tut mir leid. Ich habe Sie nicht vorgestellt. Dies ist Mai Ling. Sie wurde uns als Kommunikations- und EDV-Spezialistin zugewiesen. Sie entwickelte den Codec und ihr Soliton-Radarsystem. Wenden Sie sich bei diesbezüglichen Fragen an Sie. Nett, Sie kennenzulernen, Snake. Es ist eine Ehre, einer lebendigen Legende zu begegnen. Was ist los? Nichts. Habe mir bloß die erstklassige Militärtechnologie-Ingenieurin weniger hübsch vorgestellt. Och, Sie schmeicheln mir. Nein, im Ernst. Jedenfalls wird's mir die nächsten 18 Stunden kaum langweilig. Hey, ich glaub's ja nicht. Der berühmte Solid Snake will mich bezirzen. Sie überraschen mich. Ganz schön nass forsch für einen Berufskiller. Sieht so aus, als könnten wir beide noch etwas lernen. Ja, ich freue mich, den Mann, der hinter der Legende steckt, kennenzulernen. Aber zuerst muss ich Ihnen Ihr Soliton-Radarsystem erklären. Der helle Punkt in der Mitte sind Sie, Snake. Die roten Punkte sind Ihre Feinde und der blaue Kegel deren Sichtfeld. Vorsicht, Snake. Die Genomsoldaten verfügen über hochentwickelte Hör- und Sehsinne aufgrund der Gentherapie. Sie dürfen sie nicht sehen. Bringen Sie in die Entsorgungsanlage ein und suchen Sie den DARPA-Chef. Der DARPA-Chef hat dieselben GPS-Transmitter-Namen wie Sie. Er sollte auf Ihrem Radar als grüner Punkt erscheinen. Fragen Sie ihn nach Informationen über die Terroristen, wenn er noch lebt. Snake! Ihr Radar wird nicht vom Wetter beeinträchtigt. Aber wenn der Feind Sie entdeckt, können Sie ihn nicht benutzen. Ja, er wird leider schnell blockiert. Ja, er ist aktuelle Technologie. Sie können ihn in Bereichen mit starker harmonischer Resonanz nicht benutzen,
Also Vorsicht! Wir folgen Ihnen per Radar und Sie können jederzeit über Codec mit uns Kontakt aufnehmen. Okay. Ich melde mich, wenn ich einsam werde. Im Ernst, Snake. Wir sind Ihre Unterstützung. Also melden Sie sich, wenn Sie Infos oder Rat brauchen. Ich bin für die Missionsdaten verantwortlich. Wenden Sie sich an mich, wenn ich Ihren Status aufzeichnen soll. Meine Frequenz ist 140.96. Es ist eine zur Datenspeicherung abgestellte Frequenz. Denken Sie daran, bis auf das Fernglas sind Sie ohne Ausrüstung. Bedienen Sie sich aller Waffen, die Sie finden können. Ich denke dran. Erst durchsucht mich Dr. Naomi hier und dann nehmen Sie mir alle Waffen weg. Stellen Sie sich mal meine Lage vor. Wer weiß, wenn Sie halt zurückkommen, lasse ich Sie vielleicht mich durchsuchen. Versprochen, Doktor. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, aber ich habe meine Zigaretten rausgeschmuggelt. Wie haben Sie das gemacht? Im Magen. Ihre Spritzen haben meine Magensäure unterdrückt. Zigaretten? Was sollen Ihnen die nutzen? Man weiß nie. Wenn Sie eintreten wollen, hier ist der Eingang. Es ist der kürzeste Weg, aber der Feind kann Sie wahrscheinlich sehen. Soll ich an die Tür klopfen und fragen, ob ich ein Ei borgen kann? Eine Wache links und eine rechts. Sie haben 556er und Granaten. Was ist mit dem Schacht bei der Tür? Im zweiten Stock sollte es auch einen Schacht geben. Ich kann ihn nicht sehen. Entscheiden Sie, wie Sie eindringen. Ich zähle auf Sie, Snake. Ach. Die Basis muss ein Lüftungssystem haben, um die Luft zu zirkulieren. Es muss hier irgendwo Schächte dazu geben. Die Basis braucht bestimmt viel Strom. Wahrscheinlich gibt es irgendwo einen Dieselgenerator. Der braucht Sauerstoff, also müssen dafür auch Abgasschächte existieren. Sie werden es nicht glauben, aber die haben unsere F-16, die sie ablenken sollten, abgeschossen. Mit einem Hind D. Dann meldete sich Liquid und meinte, beim nächsten Mal zündet er die Atomrakete. Snake, beeilen Sie sich, der Hind kommt sicher bald zurück. Ja, dann soll er zurückkommen, ich mach egal. Naja, wie es weitergeht, seht ihr das nächste Mal, das heißt Let's Play. Metal Gear Solid 1, euer Cloud Strife. Bis dann! Snake, hier ist McDonald Miller. Ist schon eine Weile her. Master, was machen Sie denn hier? Ah, ich wurde des Drillens müde und kam hierher, um ein bisschen Ruhe und Frieden zu haben. Hier und da helft Training der alaskischen Pfadfinder mit. Geben wir Können an die nächste Generation weiter. Gut. Campbell hat mir die Situation hier erklärt. Ah, ich dachte, ich könnte behilflich sein. Es gibt keinen, dem ich in einem Fuchsbau lieber begegne. Nun, ich kenne mich ein bisschen beim Überleben aus. Ich wohne schon etwas länger als Sie in Alaska. Rufen Sie mich, wenn Sie Fragen zur Flora und Fauna haben. Meine Frequenz ist 141.80. Das sind Alaska-Feldmäuse. Keine Panik, die sind ganz harmlos. Wilde Feldmäuse haben keine dicke Fettschicht, aber trotzdem überleben sie den extremen Winter hier ohne Winterschlaf. Sie graben sich Tunnels im Schnee. Halten sich dort warm. Überlebenskünstler, wie? Man kann immer was lernen. Es gibt auch Schattenseiten. Manchmal töten und fressen Männchen Junge aus einem anderen Wurf. Damit nur ihre eigenen Gene überleben. Ja, ziemlich clever programmiert, wie? Wo Mäuse sind, muss irgendwo ein Ausgang sein. Folgen Sie den Mäusen. Willst du? Verwenden Sie den Aufzug, um von einem Geschoss ins andere zu gelangen. Es muss da einen geben. Okay. Der Radar, er zeigt die Position des DARPA-Chefs an. Er ist der grüne Punkt. Schnell, befreien Sie ihn! Nick, wenn Sie eine Leiter hoch oder runter gehen wollen, drücken Sie die Aktionstaste bei der Leiter. Okay. Blöde Erkältung. Ich hasse Alaska. Die Kleine sieht echt nicht schlecht aus.
Ohne die Hose runter. Eine Frau. Oh. Nicht der. Dafür eine andere Maus. Ach komm. Das Signal des DARPA-Chefs kommt aus der Gegend dort. Kommen Sie da nicht irgendwie runter? Benutzen Sie den Beobachtungsmodus. Jawohl, Colonel.